Autismus verstehen, ein kurzer Überblick. Viele Menschen denken bei dem Thema Autismus an Verhalten. Das heißt, jemand mit Autismus verhält sich nicht so, wie wir das normalerweise erwarten würden. Vielleicht bewegt sich die Person seltsam, macht komische Geräusche, spricht über seltsame Themen, schaut einen nicht an, wenn man mit ihr redet. Das heißt, die meisten Menschen würden vermutlich in Schritt 1 Autismus über Verhalten definieren. Das ist auch irgendwie logisch, denn Verhalten ist etwas, was wir sehen können. Wir können bei anderen Menschen sehen, dass ihr Verhalten nicht so ist, wie wir es erwarten würden. Und gerade bei Autismus werden dann eben Besonderheiten im Verhalten beschrieben, zum Beispiel in der sozialen Interaktion mit anderen, also zum Beispiel im Spielverhalten mit anderen Kindern oder in der Gestaltung von Beziehungen mit anderen Menschen, in der Kommunikation, das heißt sowohl die sprachliche Kommunikation als auch die nonverbale Kommunikation ist nicht so, wie wir es vielleicht erwarten. Und die Person hat vielleicht sehr spezifische Interessen, denen sie sich mit großer Wonne widmet und sehr darauf fokussiert ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob das beobachtbare Verhalten tatsächlich der Autismus ist. Denn eigentlich können wir Autismus nicht sehen. Das beobachtbare Verhalten sind letztlich Symptome. Um Autismus wirklich zu verstehen, lohnt es sich, auf die Ursachen zu gucken. Tatsächlich gehen heute die meisten davon aus, dass Autismus im Wesentlichen genetische Komponenten hat. Diese genetischen Komponenten führen dann wiederum zu Veränderungen im Bereich des Gehirns. Und diese Veränderungen wiederum beeinflussen die Wahrnehmung der Person und den Denkstil. Und Wahrnehmung und Denkstil wiederum beeinflussen dann das Verhalten, also das, was wir beobachten können. Wenn du dich hierzu mehr informieren möchtest, kommen an verschiedenen Stellen jetzt ein paar Leseempfehlungen. Das hier, denke ich, ist ein kurzes und bündiges Buch, wenn man sich etwas über die Ursachen mit Autismus auseinandersetzen möchte. Und dieses ist ein sehr kurzes und kompaktes Büchlein, wo aber tatsächlich sehr gut alles erklärt wird, dass man das Wesentliche in sehr kurzer Zeit erlesen und erfassen kann. Was ist Autismus? Was ist wichtig für uns zu wissen? Wir haben eben gerade gesehen, dass das Verhalten der Person unter anderem beeinflusst wird durch ihre Wahrnehmung. Tatsächlich ist es meistens so bei Autismus, dass es nicht darum geht, dass die Sinneswahrnehmung beeinflusst ist. Natürlich gibt es auch Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die eine Hörbehinderung oder Sehbehinderung oder sonstige Beeinträchtigungen zusätzlich zum Autismus haben. Aber tatsächlich ist normalerweise bei Autismus im Bereich Wahrnehmung nicht die Reizaufnahme ein Problem, sondern die Verarbeitung der Reize. Und jetzt können wir uns im Bereich Wahrnehmung unterschiedliche Typen vorstellen. Vielleicht Menschen mit Autismus, die eher überempfindlich sind. Vielleicht sind das die Personen, die versuchen, eher Reize jeglicher Form zu meiden und vielleicht eher bewegungsarm sind oder still. Oder je nachdem, wo die Überempfindlichkeit ist, sich auf die Ohren zu halten und so weiter. Oder die Person ist eher unterempfindlich bei der Verarbeitung von Reizen. Vielleicht ist das dann eher eine Person, die sich besonders viel bewegt, die starke Bewegung der Arme macht, sich mit der Hand gegen das Kinn presst, die mit den Zähnen knirscht. Also die möglichst viel macht, um viel zu spüren. Und dann können wir im Bereich der Wahrnehmung auch Unterschiede sehen, dass es Menschen mit Autismus gibt, die eher sehr stark fokussiert sind auf einen Reiz. Das heißt, sie beschäftigen sich in ihrer Wahrnehmung mit einem Reiz sehr stark, konzentrieren sich sehr lange auf diesen Reiz, können darüber auch viele Sachen ausblenden. Von daher könnte das auch eine Strategie sein, um mit der Wahrnehmung besser klarzukommen. Auf der anderen Seite gibt es Personen mit Autismus, die sich auch tatsächlich eher auf einen Reiz konzentrieren, aber nicht dauerhaft, sondern von einem Reiz zum nächsten springen und dadurch eher wie getrieben wirken. Neben der Wahrnehmung sehen wir aber auch, dass es kognitive Besonderheiten gibt bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Und die drei gängigsten Theorien oder Hypothesen dazu sind einmal die Theory of Mind und die zentrale Kohärenz sowie die exekutiven Funktionen. Die schauen wir uns jetzt einmal kurz einzeln an.
Die Theory of Mind entwickeln Menschen so im Kindesalter, so mit 4, 5 Jahren, meistens so mit 9 Jahren ganz gut entwickelt bei den meisten Menschen. Und die Theory of Mind hilft Menschen dabei, andere Menschen besser zu verstehen. Und zwar dadurch, dass wir dann ein Bewusstsein davon haben, dass unser mentaler Zustand sich von den mentalen Zuständen anderer Menschen prinzipiell unterscheiden kann. Das hilft uns dabei, dass wir prinzipiell auch Annahmen darüber entwickeln können, was andere Menschen denken, glauben und wissen. Und das wiederum hilft uns dann dabei, die Perspektiven, Motive, Verhaltensweisen anderer Menschen besser vorhersehen zu können oder auch dadurch besser verstehen zu können. Als Beispiel: Paul ist in der Klasse, es ist eine Pausen- oder Übergangssituation. Er geht an die Tafel und kratzt mit den Fingernägeln immer wieder Tafel hoch und runter. Das findet Paul ganz toll. Man kann ihm ansehen, dass er das sehr genießt. Vielleicht findet er das Geräusch, wenn man an der Tafel kratzt, besonders angenehm, oder er mag das Gefühl an den Fingern. Paul ist jedoch nicht alleine im Raum, auch seine Lehrerin ist schon im Raum. Und irgendwann mal schaut er seine Lehrerin an und lacht mit einem breiten Grinsen in ihre Richtung. Seine Lehrerin wiederum findet das nicht so toll und irgendwann mal reicht es ihr, sie geht zu ihm hin, fordert ihn dazu auf, mit dem Verhalten sofort aufzuhören und schimpft mit Paul. Sie ist ziemlich genervt davon. Vermutlich geht sie davon aus, dass Paul in einer bestimmten Art und Weise denkt. Vermutlich geht sie davon aus, vielleicht versteht sie sogar, Paul mag das mit der Tafel, ne, mit dem Tafelkratzen, das ist etwas, was er gut findet. Aber sie geht davon aus, dass Paul auch weiß, dass andere Menschen das prinzipiell vielleicht nicht gut finden, sondern eher unangenehm. Und er kann dann besser verstehen, wenn Frau L. jetzt zum Beispiel genervt aussieht, dass das mit seinem Verhalten im Zusammenhang stehen könnte. Wenn Paul so denkt, ist es auch relativ logisch, dass wir davon ausgehen, dass Paul weiß, wenn er, während er etwas macht, was Frau L. nervt, sie dabei anlächelt, dass sie sich davon provoziert fühlen müsste. Paul müsste dann auch verstehen, dass sie eine entsprechende Reaktion zeigen wird. Und wenn er dann trotzdem mit seinem Verhalten weitermacht, macht er das vermutlich mit dem Motiv, Frau L. zu provozieren. Aber dafür bräuchte Paul tatsächlich eine Theory of Mind. Er müsste also das Wissen über das Denken anderer Menschen haben. Er müsste Annahmen darüber entwickeln, was andere Menschen denken können. Er müsste Perspektiven und Motive anderer Menschen einschätzen können. Und er müsste das Verhalten anderer vorhersehen können. Und tatsächlich sehen wir, dass Paul damit große Schwierigkeiten hat. Vielleicht ist es auch eher so, dass Paul dieses Verhalten mit dem Tafelkratzen macht, weil es ihm Spaß macht. Er findet es super. Je nachdem kann es sein, dass er vielleicht gar nicht großartig Annahmen über Perspektiven von anderen Menschen hat. Oder aber er geht davon aus, dass was er mag, mögen alle anderen auch. Vielleicht stellt Paul auch fest, dass Frau L. seltsam schaut. Aber er macht sich keine weiteren Gedanken darüber, das hat nichts mit ihm zu tun. Oder aber er stellt fest, dass sie seltsam schaut und vielleicht stellt er sich auch die Frage, warum? Da er aber erstmal keinen Grund sieht, dass das Verhalten von Frau L. mit ihm im Zusammenhang steht, wird er vermutlich mit dem Tafelkratzen einfach weitermachen. Logisch, es macht ihm ja Spaß. Irgendwann mal kommt Frau L. und das ist für ihn jetzt sehr überraschend, nämlich sie schimpft mit ihm und zwingt ihn, mit dem Tafelkratzen aufzuhören. Und aus seiner Perspektive ist es eigentlich jetzt logisch, davon auszugehen, dass Frau L. ziemlich böse ist, weil sie ihn zwingt, etwas zu beenden, was ihm Spaß macht. Also kurz, Frau L. will nicht, dass ich Spaß habe. Wenn du dich mehr über die Theory of Mind informieren möchtest, kannst du das zum Beispiel mit diesem Buch machen. Es gibt aber auch jede Menge andere Bücher und Informationsquellen inzwischen zu diesem Thema. Eine andere kognitive Besonderheit, die besonders häufig bei Autismus zu beobachten ist, ist die sogenannte zentrale Kohärenz. Und ich möchte jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen. Wir können einmal unterscheiden, dass bei Menschen es so ist, dass manche Menschen eine stärkere Präferenz für Gesamtbilder haben und andere eher eine Präferenz für Details. Und tatsächlich sehen wir, dass viele nicht-autistische Menschen eher Präferenzen für Gesamtbilder zeigen in ihrer Wahrnehmung, während das bei Menschen mit Autismus oft Präferenz für Details sind. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es hier weniger um ein Defizit
geht als eine Präferenz, denn eine Präferenz auf Details kann Vorteile haben. Zum Beispiel könnte es mir dabei helfen, besonders im künstlerischen Bereich Kompetenzen zu haben. Auch im musischen Bereich ist es von Vorteil, wenn man einen sehr starken Fokus auf Details hat. Also auch hier könnte das durchaus etwas sein, was eher ein Vorteil ist als ein Nachteil. Und auch im technischen Bereich, bei Computern und so weiter, könnte es ein Vorteil sein, wenn ich einen besonders starken Fokus auf Details habe. Aus diesem Grund findet man durchaus auch bei vielen oder bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum immer wieder Kompetenzen im künstlerischen, im musischen oder im technischen Bereich. Gleichzeitig könnte es natürlich auch sein, dass ich durch diesen Fokus auf Details Probleme habe, viele kleine Fehler in meinem Alltag zu übersehen. Und dann sind für mich Sachen ein Problem, die für alle anderen in meinem Umfeld kein Problem sind. Jan zum Beispiel hat in der Schule oft das Problem, dass er bei Arbeitsblättern sich verweigert, wenn er etwas auf ein weißes Blatt Papier kleben soll. Die Lehrer haben lange interpretiert, dass diese Verweigerung eben bedeutet, dass er keine Lust hat, diese Aufgabe zu tätigen. Tatsächlich war die Lösung eine ganz andere, nämlich sobald es Markierungen für ihn auf einem weißen Blatt Papier gibt, wohin man etwas kleben kann, ist das Arbeiten für ihn kein Problem. Auch hier findest du im Internet bestimmt mehr Informationen und Quellen, hier zum Beispiel eine Leseempfehlung. Eine weitere Besonderheit, die oft diskutiert wird im Zusammenhang mit Autismus, sind Störungen oder Beeinträchtigungen im Bereich der Exekutivfunktionen. Und die exekutiven Funktionen sind eine sehr hohe kognitive Kompetenzbereich letztendlich, den Menschen für ganz viele verschiedene Sachen brauchen. Wenn man sich das mal hier anguckt, es geht also darum, dass wir durch exekutive Funktionen unsere Impulse kontrollieren lernen, dass wir mit Frustration umgehen können, dass wir unsere Aufmerksamkeit lenken können, planvoll handeln können, Entscheidungen treffen, Probleme lösen und so weiter. Die Exekutivfunktionen brauchen hierbei relativ lange in der Entwicklung und sind erst bei erwachsenen Menschen voll entwickelt. Ein Beispiel. Tom ist bekannt dafür, dass er manchmal Schwierigkeiten hat, bei Essen zu widerstehen. Und als es etwas zu essen gibt, klärt der Lehrer mit ihm, dass er das Essen jetzt aber gerade noch nicht essen kann, sondern dass er warten muss und dass erst etwas anderes passiert und sie später alle zusammen essen werden. Das bespricht der Lehrer mit Tom und Tom bejaht das auch, dass er verstanden hat, dass er auch weiß, wie die Regel ist. Der Lehrer muss kurz das Klassenzimmer verlassen. Und als der Lehrer wieder zurückkommt, hat Tom tatsächlich sich nicht kontrollieren können, seinen Impuls, kann nicht warten, er hat alles aufgegessen. Obwohl er weiß, dass das nicht richtig ist und obwohl er vermutlich auch vorhatte, sich richtig zu verhalten, konnte er das nicht steuern. Er konnte diesem Impuls, das zu essen, nicht widerstehen. Es gibt daher ganz viele Verhaltensweisen, die wir falsch interpretieren und nicht erkennen, dass dahinter tatsächlich eine Störung der exekutiven Funktion steckt. Aus diesem Grund ist es sicherlich sinnvoll, sich gut über das Thema Exekutivfunktion zu informieren. Auch hier gibt es verschiedene Internetquellen und Bücher. Hier exemplarisch eine Leseempfehlung für den Bereich Exekutivfunktion. Wir haben uns jetzt kurz und bündig einige Sachen zum Thema Autismus angeguckt. Wichtig finde ich aber, dass wir immer daran denken, das war jetzt alles sehr pauschal und sehr allgemein. Und ich denke, den meisten von euch ist klar, es gibt nicht den Autismus und somit gibt es auch nicht den Autisten. Denn neben dem Faktor Autismus reden wir ja die ganze Zeit über Menschen. Und es ist nicht typisch autistisch, aber typisch menschlich, dass Menschen unterschiedlich sind. Von ihren Fähigkeiten, von ihren Problemen, von ihren Kompetenzen, von ihren Interessen. Menschen sind per se unterschiedlich. Und das sollten wir auch im Zusammenhang mit Autismus immer berücksichtigen. Nämlich das eine ist, dass wir Autismus ganz allgemein verstehen lernen müssen. Das andere ist, dass wir dann aber quasi den persönlichen oder individuellen Autismus der jeweiligen Person besser verstehen lernen wollen.
Von daher macht auch hier wieder Lesen, Lesen, Lesen Sinn. Auch hier wieder ein bisschen Literaturempfehlung zum Thema Autismus, um eben möglichst viel verstehen zu können. Danke für die Aufmerksamkeit.